Ein Leprakranker wird geheilt. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages kam ein Mann zu Jesus, der an Lepra erkrankt war. Lepra war damals eine weit verbreitete Hautkrankheit. Man erkannte Leprakranke an schuppiger Haut und offenen Wunden. Weil die Menschen Angst hatten, sich anzustecken, wurden Leprakranke in der Regel aus den Städten und Dörfern vertrieben und die Leute hielten Abstand von ihnen. Dieser Mann bat Jesus nun: Wenn du willst, kannst du mich heilen. Ich will, antwortete Jesus und berührte den Mann mit seiner Hand. Sofort wurde die Haut des Mannes wieder normal und er war von seiner Krankheit geheilt. Jesus sagte ihm: Erzähl niemandem von deiner Heilung. Geh stattdessen zu den jüdischen Leitern und zeige ihnen, dass du wieder gesund bist.